Herzlich willkommen zu diesem kleinen Teaser, mit dem wir euch und Ihnen Lust machen wollen. Wir haben nämlich etwas ganz Tolles zusammen, ein tolles Zusammenprojekt in die Welt gebracht. Nachdem die Vagus-Woche so auf so viel Interesse gestoßen ist und scheinbar wirklich einen Nerv getroffen hat und ein großes Bedürfnis offensichtlich da ist, sich mit Traumafolgen wirklich auch aus der Sicht des Nervensystems zu beschäftigen und da wirklich selber was dran zu machen, haben wir beschlossen, dass wir das in einem Kurs etwas intensiver vorstellen, ein bisschen tiefer vorstellen und haben ein ganz tolles Kurskonzept konzipiert über 3 Samstage. Nähere Informationen hier unten wie immer in der Beschreibungsbox mit den Links zu unseren Homepages, wo wirklich sehr viel mehr Informationen zu dem Kurs auch draufsteht. Hier heute nur ganz kurz, um Lust zu machen, wer da Interesse dran hat. Der Kurs heißt als Arbeitstitel zumindest Wege aus dem Trauma, warum das Nervensystem, das autonome Nervensystem, der Schlüssel ist. Und wir möchten gerne in diesem Kurs 3 Blöcke machen. 2 macht Satya, einen macht ich. Und es wird darum gehen, um 3 wirkliche Werkzeuge, 3 tolle Möglichkeiten, mit Traumafolgen sich zu beschäftigen und die auch zu lösen oder zu transformieren oder wie auch immer man das sehen möchte. Und ich werde einen Block machen und ich würde so gerne ein bisschen was jetzt gerade auch Satya gleich fragen, was sie in ihren beiden Blöcken macht. Und ich werde dann ein bisschen darüber erzählen, was ich in meinem 3. Samstagsblock mache. Okay, Satya, du hast 2 Themenblöcke, 2 spannende Themen mitgebracht. Und ich versuche das jetzt so schnörkellos und kompakt wie irgend möglich rüberzubringen. Und als erstes möchte ich nochmal betonen, dass Trauma eben nichts Psychisches ist, sondern dass Trauma etwas Physisches ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil man sonst ja gar nicht verstehen kann, warum die Arbeit am autonomen Nervensystem bei Trauma und Traumafolge-Symptomen hilfreich sein sollte. Also, Sie oder ihr werdet in diesem Kurs erfahren, was Trauma eigentlich auf der körperlichen Ebene bedeutet und wie Sie ihr es schaffen, diese Belastungen, die körperlichen Belastungen aus dem System durch das neurogene Zittern, durch das TRE herauszugeben. Das wird der erste Block sein, auf Weise des Nervensystems und Updaten des Nervensystems. So, dann gibt es einen zweiten Block. Und zwar ist es ja in jeder Beziehung wichtig, gut kommunizieren zu können. Das ist nicht nur für Beziehungspartner oder Liebespartner oder Freunde wichtig, das ist auch wichtig auf dem Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Und Menschen, die Traumafolgen tragen, haben mit Kommunikation deshalb ein großes Problem, weil sie entweder fürchten, zurückgewiesen zu werden aus schlechten, bereits vorhandenen Erfahrungen oder durch Gespräche so sich überwältigt fühlen, weil sie in Windeseile auf ganz wunde Punkte auch zu sprechen kommen, dass da auch kein Wohlfühlen oder kein Beziehungsaufbau möglich ist. Und die aufrichtige Kommunikation ist eine Technik, also im Gegensatz zum neurogenen Zittern, das ja ein Selbstheilungsreflex ist, ist die aufrichtige Kommunikation tatsächlich eine Technik, die es gestattet, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu vertiefen, und zwar traumasensibel, ohne in eine Überflutung zu geraten. Und auch das wird ein Block in unserem Kurs sein. Wunderbar, kurz und sehr schön. Und wir haben uns eben auch noch kurz darüber unterhalten, dass diese aufrichtige Kommunikation eben nicht gewaltfreie Kommunikation ist und auch nicht damit, also wenig Verbindung damit hat. Das ist wirklich was anderes. Also für alle die vielleicht schon Erfahrung vielleicht in verschiedenen, in der gewaltfreien Kommunikation haben, das ist wirklich was anderes. Ja, danke für den Hinweis, Ja, ganz wichtig. genau. Und mein 3. Block wird sein, diese Heilung von innen, von der ich auch oft schon gesprochen habe. Dieses Wo statt Warum und die energetische Wurzel, also wirklich die Information darunter zu lösen, statt immer auf der Ebene der Geschichten zu bleiben. Was wir alle, glaube ich, schon auch wirklich ausführlich getan haben in diversen Formen. Und das bringt mich auch ein bisschen dazu, für wen eignet sich dieser Kurs oder für wen haben wir diesen Kurs auch wirklich konzipiert? Das ist für Menschen, die schon einiges an sich gearbeitet haben, die sich selber gut kennen und die jetzt wirklich irgendwann merken, es ist wirklich im autonomen Nervensystem. Ich habe ganz viel biografisch gearbeitet und ganz viele verschiedene Techniken vielleicht auch schon durchprobiert und merke aber jetzt trotzdem, es ist noch ein nervlicher Reflex. Es ist wirklich etwas, was immer wieder so abläuft, egal wie gut ich das kenne und wie gut ich es auch verstehe. Und genau dafür, wir wollen wirklich Werkzeuge bieten, der nächste Schritt.
wirklich zu sagen, okay, ich bin schon einige Schritte gegangen und jetzt, was ist der nächste Schritt? Wirklich das aus dem autonomen Nervensystem, aus dem Körper, aus dem System wirklich zu lösen. Und dafür ist dieser Kurs gedacht und wir laden alle herzlich ein, die das interessiert und die auch das TRE so spannend fanden. Das war absolut der Hit. Das über TRE war so das meistgeklickte Video überhaupt. Also das scheint wirklich auf sehr viel Interesse zu stoßen. Ich mache es auch jetzt regelmäßig und gerade nach deinem Tipp, weil mit den anderen Methoden hat es nicht funktioniert. Und ich habe jetzt dank dir, das wirst du auch in dem Kurs vorstellen, eine Möglichkeit gefunden, wie auch für etwas sportlichere Menschen das klappt und auch angenehmer tatsächlich als das, was man normalerweise so sieht. Also ich kann das aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen. Das ist was sehr, sehr Schönes. Bin auch sehr gespannt auf die Kommunikation, weil ich glaube auch, wenn man nicht posttraumatisches Stresssyndrom hat, oder eine Traumafolge. Ich glaube trotzdem, dass es eine wunderbare Art ist, was du mir schon davon erzählt hast, wirklich zu kommunizieren. Also ja. Egal, auch ohne die persönliche Betroffenheit auch zu haben, was das anbelangt. Klang es sehr, sehr spannend. Ich freue mich da sehr darauf. Und genau, und nähere Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Da steht auch noch ein bisschen mehr über die Techniken drin und auch über die Zeiten, die Unterrichtszeiten. Es sind 3 Samstage. Ich muss gerade mal einmal spinksen, damit ich keine falschen Daten sage. Einmal, wir starten am 22. Oktober, sind also immer Samstage, 22. Oktober, dann 5. November und der, einen Moment, nein, okay, 5, nein. Der 8., Entschuldigung, der 8. Oktober, der 22. Oktober und der 5. November. Jetzt habe ich es richtig. Genau, okay. Und wer nähere Informationen haben möchte, klickt einfach. Und wir freuen uns sehr auf ihr oder auf euch oder sie. Und Satya, du noch letzte Worte. Ja, wir freuen uns total. Wir freuen uns, genau. Wir freuen uns auch zusammen, diesen Kurs zu machen, also abgesehen auch davon. Und wir freuen uns auf alle, die mitmachen und Lust haben, mit uns auf diesen Weg zu gehen und wieder ein bisschen heiler zu werden, wieder ein bisschen freier zu werden, ein bisschen leichter zu werden, ein bisschen mehr zu leuchten. Ja, schön. Bis zum Kurs.